Einfach machen. Und das ist vor allem ein Rat, den ich jungen Frauen gebe, weil ich immer noch feststelle, das sehe ich an mir selber, dass gerade die jungen Frauen nicht in der Lage sind oder viele nicht in der Lage sind, auch mal wirklich beide Hände zu heben, wenn es um irgendeinen tollen Job geht oder um irgendeinen tollen Weg. Also ich glaube, dass es ist schon anders als zu meiner Zeit damals, aber die jungen Frauen, die dürfen sich gerne noch mehr trauen, weil die sind nämlich wirklich toll. Und vergesst diesen ganzen Instagram-Quatsch und Influencer und alles überhaupt nicht nachhaltig, totaler Käse. Macht was mit Inhalt, macht was, was euch fordert, macht was, was euch begeistert und seid fleißig. Das macht nämlich auch Spaß. Herzlich willkommen heute wieder zum Lernen der Zukunft Experten-Talk. Happy Brain ist auch heute wieder unser Thema. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich die Katrin Müller-Hohlenstein. Sie ist Ihnen wahrscheinlich bekannt oder vielen von Ihnen über die Sportschau im Fernsehen. Heute wird es aber nicht zwangsläufig viel um Sport gehen, sondern um Ihr letztes großes Projekt, nämlich um Ihr Buch Viel Erfolg, nennt sich das. Das hat sie zusammen mit dem Jan Westphal geschrieben, da haben wir dieses Buch. Und da hat sie eine Reihe an wirklich zum Teil sehr bekannten, aber auch weniger bekannten Leuten dazu interviewt, wie sie denn zu ihrem Erfolg gekommen sind, was auch immer dann jeweils der Erfolg, wie der definiert sein mag, da werden wir heute dann drüber sprechen. Und ganz, ganz spannende Bandbreite an Menschen vom Spitzensportler bis hin zur Lehrerin des Jahres, bis hin zu ganz vielen anderen spannenden. Liebe Frau Müller-Hohlenstein, ich begrüße Sie herzlich und sage ein herzliches Hallo aus Innsbruck. Ja, ich freue mich. Servus. Wir sind ja gar nicht so weit auseinander. Auch mitten in der Krise sind wir dann doch nur, zwischen uns ist dann noch gerade die Grenze. Ja? Sie sind im Süden von Deutschland zu Hause, oder? Ich bin in München daheim, ja. Ich sitze in Schwabing bei mir daheim. Es ist heiß, zu meinen Füßen liegt mein Hund, der hoffentlich zufrieden ist, weil ich gerade noch mal lange mit ihm draußen war. Wir waren schwimmen und jetzt sind wir zufrieden und ich habe Zeit. Schwimmen im See? Nee, im Schwabinger Bach im Englischen Garten. Der ist relativ niedrig, also das Wasser steht nicht so hoch, da geht er gerne rein. Wunderbar, wunderbar. Ja. Und für die, die Sie jetzt noch nicht kennen, wir haben ja auch vielleicht manche, die jetzt nicht tagtäglich die ZDF-Sportschau schauen und Sie jetzt noch nicht am Schirm hatten. Ja, klar. Auch Sie sind einen sogenannten oder Erfolgsweg gegangen. Wie würden Sie Ihren Weg, der ja auch nicht gerade der direkteste war, uns mal in ein paar Minuten gerne erzählen wollen? Also mein Weg war eigentlich ein Produkt mehrerer Zufälle. Ich war, wie viele meiner Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, nicht so wahnsinnig gerne in der Schule. Ich habe das damals als echte Zumutung empfunden, hin und wieder mir Dinge anzuhören, die mich schlichtweg nicht interessiert haben. Das ist jetzt kein besonderes Kompliment an mich, weil ich finde, es gibt Dinge, da muss man einfach auch durch. Aber ich glaube, wenn man so 14, 15, es gibt 16... Es gibt auch Methoden, das spannend zu machen. Also willkommen bei Lernen der Zukunft. Man kann jedes... Es gibt keine langweiligen Themen, nur langweilige Referenten. Also das ist ja so der andere Zugang. Stimmt. Also ich hatte zum Beispiel, Geschichte war so ein Fach. Wenn ich einen Lehrer hatte, der mich begeistern konnte, dann hatte ich da automatisch eine gute Note, weil ich zugehört habe. Und wenn der Lehrer halt eine Pfeife war, dann habe ich nicht zugehört. Und dann war ich schlecht, weil ich habe nicht gelernt. Das hat sich mir damals, ich weiß nicht, nicht erschlossen, dieses ganze Prinzip der Schule. Also ich war nicht gerne in der Schule. Ich habe trotzdem relativ schnell mein Abitur geschafft mit einer relativ niedrigen Punktzahl, was ja auch schon wieder clever ist. Also ich habe das Nötigste getan. Und dann nach der Schule erstmal völlig ohne Plan dazustehen und habe dann beschlossen, dass ich erstmal ins Ausland gehe. Ich glaube, das ist was, was man im Leben auf jeden Fall getan haben sollte. Andere Kulturen kennenlernen, mal weg von zu Hause, auf eigenen Beinen stehen und sich alleine durchschlagen. Ich war mit 19, war ich in New York fast ein Jahr lang. Also das war schon eine heftige Zeit auch. Aber zu tun? Also ich habe Disney World im Hintergrund, aber genau. New York war nicht Disney World. Was hatten Sie in New York getan? Ich war erst bei Disney World, habe da gearbeitet im deutschen Pavillon in einem Biergarten, habe also den Amerikanern Bratwürste, Knödel und Schweinebraten serviert und natürlich auch eine ordentliche Masse.
was für die Amerikaner immer eine riesen deutsche Kulturgüter. Genau, weil sie überhaupt nicht glauben konnten, dass das also jetzt für einen Einzelnen ist. Die Amerikaner, die trinken ja aus sogenannten Pitchern, da kommt dann also so ein großer Krug und das teilt man sich. Und diese Mast, die ist halt für einen, das fanden die also ganz toll. Und es war ein super Jahr, da muss ich sagen. Und da war ich aber fertig und habe den Eindruck gehabt, ich habe dieses eigentliche Amerika habe ich noch gar nicht kennengelernt. Und dann bin ich mit meinem Zeugnis von Disney nach New York geflogen und habe mir dann... Noch einmal, das Zeugnis von Disney. Kann mich erinnern, was die ihnen reingeschrieben haben. Das haben sie nicht zufällig in der Nähe oder zum Herzeigen. Ich möchte es irgendwann mal sehen. Das ist so großartig. So, hier ist mein Zeugnis von Disney. Und da stand drin: Catherine, based on your performance at the Beer Garden, it is certain that you will be successful at anything that you attempt. Thank you for your good work. Also egal, was ich anpacke, ich werde Erfolg haben. Da habe ich erstmal ganz schön geschaut, weil es nämlich in der Tat nicht so war, dass da jeder ein gutes Zeugnis bekommen hat. Und dann war ich erstmal überrascht, dann habe ich mich gefreut und dann habe ich dieses Zeugnis genommen und bin nach New York geflogen, habe mich da in einem Restaurant beworben beim Rockefeller Center. Das ist, haben Sie vielleicht schon mal gesehen, ist manchmal in den amerikanischen Spielfilmen. Es gibt mitten in Manhattan so einen Eislaufring. Und direkt an diesem Eislaufring war dieses Restaurant. So, und das war dann, muss ich sagen, eine sehr lehrreiche Zeit, weil dieses, gibt ja dieses Lied von Frank Sinatra, wenn ich mich nicht irre. Wenn man es in New York schafft, schafft man es überall. Und den Eindruck habe ich schon auch. Also das war teilweise brutal, aber eben unglaublich, wie soll ich sagen, das hat mich als Mensch so gefordert und aber auch so geformt. Und auch ein Kontrapunkt. Ich meine, das eine ist Florida und ist diese in Anführungszeichen niedere Kultur und sie sind dann plötzlich erstens in den Winter, wenn sie sagen Eislaufplatz. Und das war so, ich kam auch in ein ganz anderes Level an sage jetzt einmal, auch Menschenumfeld, oder? Ja, ich habe also erstmal gewohnt in einer Jugendherberge dort und habe da mit 12 anderen, glaube ich, einen Schlafraum mir geteilt. Und ich kam tatsächlich im Januar aus der Sonne Floridas in eine Stadt, in der es so kalt war, dass jedes Mal, bevor ich ein Haus verlassen habe, ich geschaut habe, wo ich wieder reinkomme irgendwo. Das war damals, als die Challenger explodiert ist. Vielleicht können Sie sich daran noch erinnern, diese amerikanische Raumfähre. Das passierte da wirklich an diesem Tag, als ich landete. Und ich habe gemerkt, wie diese ganze Stadt war wie in Schock, wie gelähmt. Also es war ein absolutes Kontrastprogramm. Aber es war, wie gesagt, ich möchte diese Zeit überhaupt nicht missen. Was war der Antrieb, das überhaupt zu tun? War das Neugierde oder? Ja, ich hatte, wie gesagt, durch diese Scheinwelt Disney, also das soll überhaupt nicht abwertend klingen, Disney World ist großartig, hatte ich das Gefühl, ich war nicht im echten Amerika und ich wollte einfach dieses echte Amerika noch kennenlernen. Da war's. Ich muss aber auch sagen, ich muss nie wieder nach New York. Ich habe es gehabt. Es ist die Stadt, die niemals schläft. Es ist wahnsinnig anstrengend. Es ist für die Menschen dort eine irre Herausforderung, da überhaupt zu überleben. Also ich hatte eine Kollegin zum Beispiel in diesem Restaurant, die wollte unbedingt Schauspielerin werden und hat sich dann also 3 Jobs gesucht, um zwischendurch immer mal wieder vorzusprechen bei so Rehearsals und bei Casts. Und ich weiß gar nicht, ob sie es geschafft hat. Jackie hieß die. Und die hat von morgens bis abends gearbeitet, um sich ein Apartment zu leisten in der Größe eines Wandschranks. Also es ist wahnsinnig teuer da auch gewesen. Und ich hatte dann das Glück, dass ich irgendwann bei einer Schulfreundin von meiner Mutter untergekommen bin und deswegen das einigermaßen bezahlen konnte. Aber das war eine harte Zeit. Ich bin froh, dass ich sie erlebt habe, aber sie war nicht einfach. So, haben Sie damals auch schon, also in Florida tatsächlich irgendwelche bei Disney irgendwelche Führungsleute auch kennengelernt, also tatsächlich, wenn wir von Erfolg sprechen, so im Nachvollzug, wo Sie sagen würden, da habe ich schon erfolgreiche Menschen gesehen, von denen ich was habe lernen können? Nee, also so diese Etagen habe ich nicht kennengelernt. Ich hatte immer nur so diese unmittelbar Vorgesetzten. Das waren natürlich alles Amerikaner. Also die Aufgabe von uns war in erster Linie, dass wir Deutsch sprechen können. Es sollte authentisch sein. Also man sollte in einem deutschen Biergarten auch jemanden treffen, der Deutsch sprechen kann. So, deswegen durften wir da überhaupt arbeiten. Es ging auch nur ein Jahr, länger durfte man gar nicht. Und was ich da aber gelernt habe, war, es ist ein wirklich ein herausragender Arbeitgeber für amerikanische Verhältnisse. Sie haben eine unglaublich gute soziale Absicherung auch für ihre Mitarbeiter bei Disney. Die werden gut bezahlt. Es sind gute Arbeitsbedingungen, das war wirklich toll. Was ich gelernt habe, war,
Entertainment war das Perfektsein, um diese Welt zu erschaffen. Es war zum Beispiel so, dass es eine Ansage gab, wenn der Kunde nicht zufrieden ist, muss er nichts bezahlen. Das haben wir natürlich nicht gesagt, aber es wäre so gewesen, wenn ich jemandem etwas gebracht hätte und dem hätte das nicht geschmeckt, hätte der sagen können, schmeckt mir nicht und geht. Hätte ich gar nichts machen können. So, also es war einfach eine perfekte Scheinwelt. Jeder Amerikaner hat wohl als Kind schon den Traum, einmal in seinem Leben zu Disney zu fahren. Und ich kann mich diesem Zauber nicht verschließen, bis heute. Ich war ganz oft da danach noch. Und ich muss sagen, es ist für mich im Augenblick eine traurige Angelegenheit, dass ich da nicht hin kann. Weil Florida empfinde ich nach wie vor als meine zweite Heimat. Das geht für New York aber überhaupt nicht. Da muss ich wirklich überhaupt nicht mehr hin. Haben Sie da noch Freunde sitzen? In Florida das sind tatsächlich ein paar Kolleginnen von damals, die mit mir rübergeflogen sind, sind dort geblieben, haben dort geheiratet, sind da verwurzelt und ja, ein paar sind noch drüben. So, und dann aber war ich wieder zu Hause und war völlig überfordert mit der Situation. Ich hatte Abitur, ich hatte die Auslandserfahrung, aber überhaupt keinen Plan. Wie lange war da New York, diese Geschichte? Fast 2 Jahre war ich weg. Und habe mich eben in der Zeit, also von 18 bis 20, habe mich in der Zeit, glaube ich, auch sehr verändert, bin sehr selbstbewusst geworden in der Zeit. Das war ich vorher nicht, hatte aber trotzdem immer noch keinen Plan, was ich jetzt machen soll. Und habe dann aber das Glück gehabt, dass ein Freund von mir erzählt hat, dass in der Nachbarstadt Nürnberg, wo ich damals gelebt habe, kleine private Radiostationen aufmachen. Und er meinte, das sei doch genau das Richtige für mich. So, und das war dieser Impuls von außen. Sind Sie dann wieder zu Hause eingezogen oder eigene, weil das ja, ist ja auch, wenn man dann wieder heimkommt und plötzlich vom großen Amerika und all den Träumen, die sich da drüben ergeben, dann wieder ins Kleine. Das Lustige war, ich war wieder zu Hause eingezogen, aber meine Eltern waren mittlerweile ausgezogen. Alright. Ja, mein Vater ist an eine andere Uni gegangen, der war Universitätsprofessor und ist dann von einer Uni zur anderen und deswegen war ich dann mit meinem Bruder. In welchen Fächern hat er unterrichtet? Biogeografie, der macht im Prinzip Entwicklungshilfe in die Richtung. Genau. Spannend. Okay. Ja. Was hat der dazu gesagt? Mein Mädel geht nach Amerika? Ja, mein Vater und meine Mutter, ich muss sagen, ich habe, wenn ich bei irgendetwas Glück hatte, dann war es die Tatsache, dass die mich immer haben machen lassen. Also es gibt, glaube ich, Eltern, die da nicht so gechillt sind. Meine Eltern haben zum Beispiel sich auch lange angeschaut, dass ich eine Zeit lang gar nichts gemacht habe. Das war für die vollkommen in Ordnung. Es war für meinen Vater auch in Ordnung, bis ich nicht studiere. Ich glaube, Sie waren Theaterwissenschaften zumindest eingeschrieben, oder? Ja, ich war zweimal da. Also ja. Ich habe das Buch tatsächlich gelesen, ja. Ja, sehr gut. Also es war mit Studium hatte das nichts zu tun, was ich da gemacht habe. Aber die haben mir da vertraut. Und das fand ich, muss ich sagen, im Rückblick war das ein großes Geschenk für mich, weil wenn die mal gesagt hätten, so, was ist denn jetzt und was machst du denn jetzt und jetzt komm mal hier in die Hufe, dann hätte mich das hätte mich gestresst. Mhm. Und dann hätte ich vielleicht übereilt irgendwas getan, was mir überhaupt nicht entsprochen hätte. Also deswegen ist das der allererste Rat an Eltern von jungen Menschen, lasst sie. Und wenn sie Zeit brauchen, lasst ihnen Zeit. Es ist schön, wenn sie was Sinnvolles machen natürlich mit ihrer Zeit. Also macht Praktika. Geht ins Ausland. Das ist was, ich meine, im Augenblick ist es wirklich schwierig. Aber das ist das, was einem Leben am allermeisten nach vorne bringt. Erstmal sprachlich, zweitens von der Selbstständigkeit, also man wird so wahnsinnig erwachsen im besten Sinne allerdings. Man wird da ein anderer Mensch. Unter Druck entstehen Diamanten, ja, von wegen, ja. Und Sie sagen, Glück ist Ihnen selten passiert, aber anderen Zufälle. Da ist dann die Frage, ist das dann Zufallsglück? Wenn Sie sagen, Sie kommen zurück und plötzlich sind diese Radioangebote da. Gehen wir weiter in der Geschichte. Es gibt Menschen, die sagen, es gibt gar keine Zufälle. Aber es war tatsächlich ein Impuls von außen. Ich hätte vermutlich, wenn ich gewusst hätte, dass das da entsteht, vielleicht... Wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft, das nennt man ja dann auch Glück. Ja, vielleicht. Nee, jedenfalls war ich dann bei dieser kleinen Radiostation und das war ein Volltreffer. Also ich habe eine solche Begeisterung entwickelt für dieses Medium. Es war ein ganz kleiner Sender, wir hatten keine Hörer, wir waren auch nur zu dritt und wir haben halt alles gemacht. Ich durfte alles machen. Ich habe Nachrichten. Kein Piratensender, das war tatsächlich einer. Ja,
eine Frequenz. Ja, es war eine eigene Frequenz. Privatsender, so gegenüber von den Öffentlich-Rechtlichen damals schon. Genau, ein privater, aber ganz kleiner, ein Lokalsender. So, und dann war ich eines Tages auf einer Pressekonferenz von Swiss Air. Und dort habe ich getroffen den Chefredakteur von Radio Gong in Nürnberg. Und dann habe ich den mal angequatscht und gesagt, hören Sie mal, kann man denn bei Ihnen vielleicht auch ein Praktikum machen? Und dann hat er gesagt, ja, das kann man. Und dann habe ich bei Gong ein Praktikum gemacht und bin da erstmal hängen geblieben. Und da war ich 4 Jahre bis zu Leitung Wort, hatte ich da zuletzt. Und habe dann von heute auf morgen aber hingeschmissen, weil mir das irgendwie nicht mehr getaugt hat. Und 2 Tage später rief dann Antenne Bayern an. Und das ist ein Sender, den man... Ich weiß nicht, ob er den in Innsbruck sogar noch empfangen kann. Ja, ich kenne ihn als ziemlich etablierten Privatsender, ja. Ja, also der ist landesweit und dann haben die mich eingeladen und mich engagiert und da war ich dann insgesamt 15 Jahre. Und das war, muss ich sagen, also das war ein Paradies für mich. Ich habe nicht einen Tag das Gefühl gehabt, dass ich arbeiten gehe, weil das was ist, also Radio ist ein so tolles Medium, das hat mich unglaublich erfüllt. Ja, ist das auch mit die Definition von beruflichem Erfolg schon irgendwo, oder? Das spielt auf jeden Fall rein. Ich muss gar nicht zur Arbeit gehen und mich dahin zwingen, sondern es zieht mich dahin, weil das ja eh das ist, was ich sozusagen eh gern tue. Genau, ja? Also das ist der Moment, in dem man nie auf die Uhr schaut. Das ist der Moment, in dem man in etwas so reingezogen wird, dass man gar nicht mehr das Gefühl hat, dass man arbeitet, sondern es ist einfach nur etwas, was... Ja, es ist wie so ein Hobby, das viel Spaß macht, das man eigentlich jeden Tag machen möchte. Sogenannte oder Flow-Erlebnis, ja. Mhm. Ja, war toll. So, und dann kam wieder ein Impuls von außen. Das war unser damaliger Musikchef bei Antenne Bayern, der gelesen hatte, dass sie beim ZDF eben eine Frau suchen für ihre Sportberichterstattung. Und der sagte zu mir, da rufst du jetzt mal an. Und dann habe ich gesagt, das ist ja wohl ein Knall. Ich habe noch nie Fernsehen gemacht. ZDF ist neben der ARD so das Größte. Also ZDF ist alleine gesehen erstmal der größte Fernsehsender in ganz Europa. ARD ist ja immer noch. Ja, ARD ist ja so ein Zusammenschluss aus vielen Programmen. Ist ZDF tatsächlich größer als RTL? Ja. Echt? Von der Reichweite her? Ja. Okay. Ach, komm, sein, ich weiß nicht, ja? Mhm. Und ich habe also gesagt, vergiss es, die werden sich totlachen, wenn ich da anrufe. Und dann hat er gesagt, nein, das machst du jetzt, du kannst es. Und damit der irgendwann mal aufhört. Über Glück reden, jetzt kommen. Also ja. wenn das nicht, man muss es jetzt nicht spirituell sehen, dass da irgendeine Gottes ein, aber das ist wohl, wenn du einen Menschen hast, der dir sowas sagt, der dich so in diese Richtung treibt, das ist doch einfach ein Hammer, oder? Wenn du jemanden im Außen hast, der mehr an dich glaubt als du selber. Der hat mehr an mich geglaubt als ich. Also ich hätte dann im Leben nicht auf die Idee gekommen. So, und dann habe ich irgendwann, damit der Ruhe gibt, habe ich dann tatsächlich da angerufen. Und dann habe ich den relativ schnell, also ich hatte erst eine Sekretärin dran, die hat gesagt, grüß Gott. Ich habe gesagt, ja, mein Name ist Müller-Hohenstein und ich habe gehört, Sie suchen eine Frau. Und dann meinte die, oh, Moment, ich verbinde. Und dann hatte ich den Redaktionsleiter Sport am Telefon, also den Sportchef vom ZDF. Und der hat mich dann sehr schnell gefragt, wie viel Fernseherfahrung ich denn habe. Und dann habe ich gesagt, ich war bei Disney. Keine. Und dann druckst er so ein bisschen rum und ich habe schon gemerkt, jetzt wird das Gespräch irgendwie unangenehm. Ich habe gesagt, das passen Sie auf, wir machen es jetzt wie folgt. Wenn ich das Gefühl habe, Sie finden tatsächlich keine Frau, dann melde ich mich nochmal. Und dann war er ganz erleichtert, dass er also diesen Ausgang gefunden hat aus dem Gespräch. Ich habe gesagt, ja, genau so machen wir es. Und dann haben wir aufgelegt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, du hast zumindest versucht, das kommt nicht in Frage, jetzt ist gut. So, und ein paar Tage später stand aber wieder in der Zeitung ein Artikel, dass zum Beginn der neuen Bundesliga-Saison das ZDF gerne eine Frau hätte. Und wieder stand mein Musikchef bei mir und meinte, du schau mal, die haben immer noch keine gefunden, du musst dich dann nochmal melden, du kannst es. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich hatte so ein bisschen Material, hatte ich so, also auch Bewegtbild und ich hatte Interviews und ich hatte beim Radio auch schon viel mit Fußball gemacht. Das habe ich alles zusammengesammelt, habe ein ganz kleines Schreiben noch beigefügt und habe das dann nicht an den Sportchef geschickt, sondern an den Chef vom Sportstudio. Und der rief mich dann ein paar Tage später an und wir haben telefoniert und dann hat er gesagt, er würde mich gerne mal kennenlernen. Und dann bin ich nach Mainz gefahren und dann haben wir irgendwo in einem Hinterhof-Café. Das musste alles unglaublich geheim sein. Ich weiß gar nicht, warum. Jedenfalls, das war also
also fernab von irgendwelchen Menschen haben wir uns da getroffen und haben relativ lange miteinander gesprochen. Und dann meinte er zum Schluss, dann machen wir jetzt mal ein Casting. Casting ist so diese Probesendung unter Live-Bedingungen, also eine kleine Sendung halt. So, dann bin ich also wieder nach Mainz gefahren. Und in dieser Probesendung hatte ich dann als Gast Jürgen Klopp. Und also viel besser konnte es nicht kommen, weil das war natürlich ein idealer Mensch, um befragt zu werden, so das erste Mal von dieser komischen Frau da. Und das habe ich dann gemacht. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren, als das rum war. Und ich war eigentlich gar nicht so wirklich zufrieden mit mir. Aber zwei Tage später riefen die an und ich werde das nie vergessen. Ich saß bei Antenne Bayern in der Redaktion, hatte gerade in ein Knäckebrot gebissen, als das Telefon klingelte und ich bin hingegangen und dann war also dieser Sportstudio-Chef dran und meinte, also wir machen das. Ja, ist mir fast der Hörer aus der Hand gefallen. Und ja, seitdem bin ich beim ZDF, das sind jetzt fast seit 2006, fast 15 Jahre, war bei 7 Fußball-Welt-Europameisterschaften, war bei 6 Olympischen Spielen, habe über 200 Sportstudio-Sendungen moderiert und ich kann es bis heute eigentlich gar nicht fassen, weil es ist, so, ist immer noch irgendwie so surreal. Ja, Mut war bei dieser Geschichte mit dem ZDF einfach, dass ich tatsächlich ja als, ich war ein völliger Nobody im deutschen Fernsehen und das Sportstudio ist eine, ist wirklich eine Traditionssendung, das kann man nicht anders sagen. Und wobei es da nicht nur um Fußball geht, also da sind tatsächlich andere Sportler. Ja, wir machen, ja. Trotzdem, also es war, und die letzte Frau, die sie hatten ein paar Jahre zuvor, war auch, Das ist halt nicht besonders schön zu Ende gegangen, diese Geschichte. Also es war die Erwartungshaltung an mich, das habe ich aber erst gemerkt in dem Moment, als sie meinen Namen rausgelassen haben, die war unglaublich groß. Also dieses mediale Interesse an meiner Person, das hat mich anfangs total überfordert, weil ich mir gedacht habe, Freunde, was wollt ihr eigentlich? Ich will doch nur diese Fernsehsendung machen. Das ist was, ne? Also es war schon... Plötzlich war die Bunte da oder sowas. Ja, alle. Es war wirklich anstrengend. Noch vor der ersten Sendung. Ich habe nur gesagt, lass mich doch erstmal machen und dann könnt ihr immer noch kommen. Aber das ging dann so nicht. Aber gut, die Zeit ist vorbei. Sie war nicht so wahnsinnig schön. Das war sehr anstrengend, weil ich mich eigentlich auf das konzentrieren wollte, was meine Aufgabe war. Und das war aber so gar nicht möglich, weil ich ständig abgelenkt wurde durch Menschen, die irgendwas von mir wissen wollten. Ich dachte, interessant bin ich doch gar nicht. Aber es war so. Also das ist ganz gut, dass ich das vorher nicht gewusst habe, weil ich weiß nicht, ob ich das sonst gemacht hätte. Aber wahrscheinlich schon. Was würden Sie sagen, war da der, machen wir zwei, das, was Sie sagen, das war das Negativste, was man durch diesen Rumpel sieht. Und dann das Wichtigere noch, was war wirklich der Moment, wo Sie gesagt haben, also jetzt, irgendwie, jetzt habe ich es geschafft. So diese beiden, ja. So die, das wirklich dieses das Tief, wo Sie sagen, ach, das ist richtig doof, ja. So, und dann, wo also sagen, jetzt habe ich es geschafft, das weiß ich gar nicht. Das denke ich bis heute eigentlich nicht, weil das klingt immer so, so absolut. Ich finde das, ich bin ja immer... Geschafft wäre, ich bin richtig glücklich mit meinem Leben. Das ist doch schon geschafft. Ja, das bin ich. Ja, ja, aber das, ich war ja, froh, als willkommen, das ist doch wunderschön. Ich war froh, als diese erste Sendung rum war. Das ist ganz klar. Aber so, dass ich sagen würde, jetzt habe ich es geschafft. Ja, also ich denke mir zwischendurch, dass es eigentlich nicht mehr viel gibt, was ich an Zielen habe, weil ich einfach so viel erlebt habe, dass ich mit dem, was ich da habe, das ist so ein Schatz, den ich hüte, ein Schatz von Erinnerungen, mit dem bin ich so zufrieden, dass ich auch gar keine Ansprüche mehr habe. Also wenn ich noch irgendwas wollen würde, dann wäre ich eigentlich total übergeschnappt, weil also das ist dann schon wieder das Guten zu viel. Ich bin mit dem, wie es was so gäbe, was wäre das? Ich möchte eigentlich nur, dass die Menschen gesund sind und dass wir uns vertragen alle. Ja, aber im Moment haben wir bei beiden dieser Themen Herausforderungen. Ja. Das ist mir viel, viel wichtiger als alles Berufliche. Jetzt starten wir aber rein, um jetzt den auf Ihr Buch und auf Ihr Buchprojekt einzugehen. Nämlich da ist es ja darum gegangen, herauszufinden, wie Menschen Erfolg erreicht haben auf eine Art, aber auch wie die Parallelen sind, wie die Unterschiede sind und vor allen Dingen die verschiedenen Welten, was ja bei dem Buch so echt spannend ist, dass du eben vom also fast, könnte man sagen, von der Hausfrau bis zum Spitzenmanager haben wir so alle vertreten. Ja. So das war doch ganz wichtig. Wir wollten also zunächst einmal, der Ausgangspunkt dieses Buches war ein Gespräch, das ich geführt habe, als nämlich zwei Klassenkameradinnen meines Sohnes, der ist heute schon 25 und die... Macht der, darf ich das fragen?
der arbeitet in einer Agentur in Berlin. Mhm. Der macht was ganz anderes. Der ist, ich glaube, dass das auch ganz gut ist. Ich weiß nicht, ob die Kinder das immer so super finden, wenn die Eltern irgendwas in der Öffentlichkeit machen. Der muss sich ja auch erstmal selber finden als Mensch so. Also der macht das ganz gut. So, also jedenfalls hatte ich diese beiden Klassenkameradinnen, die gerade beide fertig studiert hatten und die bei mir angerufen haben und gefragt haben, ob sie sich mal mit mir unterhalten dürfen. Und dann stellte sich eben raus, es sind also zwei super Mädels, beide Anfang 20, beide auf einer guten Uni gewesen, beide mit einem guten Abschluss, aber auch eben völlig ohne Plan, wie das Leben weitergehen soll. Und die wollten einfach von mir hören, wie ich das so gemacht habe. Und dann haben wir einen wirklich sehr lustigen Nachmittag gehabt und ich habe erzählt. Und als die wieder gegangen sind, habe ich mich mit meinem Freund Jan Westphal, der das Buch gemeinsam mit mir geschrieben hat, unterhalten und habe ihm davon erzählt. Und dann meinte er, Mensch, eigentlich wäre das doch mal eine super Idee, Menschen zu fragen, wie sie zu dem geworden sind, was sie heute sind. Und das war der Ausgangspunkt dieses Projektes. Und dann haben wir uns diese 10 Fragen überlegt, die wir den Menschen gestellt haben. Das haben wir deswegen, haben wir identische Fragen gestellt, weil man dann eben besser vergleichen kann. Und haben uns überlegt, wen wir denn so spannend finden. Und da war eben alles dabei, vom Schönheitschirurgen über Politiker, Moderator, Rechtsmediziner, Sportler. Was haben wir denn hier noch? Bernd das Brot ist dabei. Martin Rütter. Olli Pocher, ja. Olli Pocher, ja. Aber das ist, was ist erstrebenswert im Jahr 2020? Was möchte man werden? Also es gibt viele, die, Oliver Pocher hat auf seinem Instagram-Account, glaube ich, 2 Millionen Follower. Also das ist schon jemand, der erfolgreich ist und in der Öffentlichkeit steht. Ich finde den ziemlich unterhaltsam in vielen Dingen, ja klar. Ja, also es ist ein Querschnitt. Es ist ja nicht nur, es sind ja nicht nur Menschen in dem Buch, die tatsächlich bekannte Namen haben. Die Lehrerin hast du vorhin schon gesagt, die beste Lehrerin. Es ist auch die erste Lufthansa-Pilotin zum Beispiel. Ja, großartig. Das habe ich auch ganz spannend gefunden, ja. Mhm. Also es war uns wichtig, dass wir auf jeden Fall, dass wir ein ausgewogenes Verhältnis haben zwischen Mann und Frau. Wir wollten bis hin zu, ich glaube, Frau Knoblauch, die dann auch gesagt hat, von wegen, ihr Ziel war zu überleben. Also das war dann richtig. Wahnsinn, oder? Ja, bitte? Ja. Wirklich, weil die Ziele, manchmal meint man, das müssen so obskure, riesige, monetäre gar Ziele sein. Aber nee, manchmal reicht es für viele schon, wichtig ist einmal, dass sie es überhaupt schafft, zum nächsten Tag zu kommen. Ja? Ja, aber das muss ich sagen, das hat mich echt umgehauen. Also ja, Frage, eben. Deswegen, Erfolg ist nicht zwangsläufig jetzt... Was weiß ich was, ja, die Millionärsvilla und der dritte Porsche, ja? Nee, auf keinen Fall. Ich glaube sogar, dass einen das eher unglücklich machen kann. Die dritte Villa und der vierte Porsche. Ich würde die dann verschenken, dann eher. Oder verkaufen und das Geld nehmen und spenden oder so, ja. Also sowas, mit dem Geld, also Geld finde ich immer gut, weil da kann man viel Tolles damit machen. Aber ich würde mir jetzt nicht den dritten Porsche kaufen, aber das ist eine andere Frage, ja. Ja, und das war eben der Ansatz für dieses Buch. Und das war in der Entstehung sehr lehrreich. Ist das Doku oder Reportagereihe? Weil das wäre ja auch vom Jan Westphal so der Zugang. Der macht ja auch, der produziert ja auch, oder? Genau, der ist Fernsehproduzent, der arbeitet bei RTL. Der war da hätte man ja auch eine Reihe machen können in RTL, eine Interviewreihe oder so. Hätte man, aber das war uns von der Idee am Anfang erstmal gar nicht bewusst, dass das so ein Erfolg sein könnte. Wir sind tatsächlich schon in der zweiten Auflage und vielleicht Feine machen wir Gewinn, das. Ist wirklich schönes Werk, ja. Ja. Mhm. Ja. Vielleicht machen wir das noch, also mit Interviews und so. Das wäre natürlich sehr viel aufwendiger als einfach nur, also wir haben ja Audio-Interviews geführt, da war ja keine Kamera dabei. Man könnte da einen Podcast machen, also es geht ja alles. Oder einen Podcast, genau, das kann man auch machen, ja. Dann sind wir dann wieder bei all den Fragen, die Sie auch immer wieder in Ihrem Buch gestellt haben. Und das wäre dann schon der Übergang. Wobei davor noch das Private, soweit ich rein tippen darf, Sie haben zwischendrin, also Ihr Sohn war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon so weit, dass Sie nicht mehr haben aufpassen müssen. Also der war ja, glaube ich, 8 oder 10, ja? Das ist tatsächlich etwas, was ich als großes Glück empfinde. Mhm. Der war 10, als ich angefangen habe beim Fernsehen. Und ich sage ganz ehrlich... Ja. Nee, das ist der Sohn von Herrn Parisius, der auch ein Moderator ist hier in Bayern. Stefan. Genau. Ah, den Namen kenne ich, ja. Weiß nicht, was er macht genau, aber ich kann mir an den Namen erinnern. Ja, das Moderator auch. Der ist jetzt beim Bayerischen Rundfunk, den habe ich bei Antenne kennengelernt. Ah, genau, so, daher kenne ich den, ja. Der Vater.
Und der Sohn war damals 10 und mit einem kleineren Kind hätte ich das nicht gemacht. Eben. Aber nicht, weil ich nicht der Meinung bin, dass ein Vater nicht genauso gut auf ein Kind aufpassen kann. Das kann er nämlich sehr wohl. Mhm. Der hat sich auch genauso gekümmert. Aber ich hätte es selber nicht gewollt. Ich hätte nicht ein kleines Kind, oder wenn es mehrere gewesen wären, hätte ich nicht so lange in Anführungsstrichen alleine lassen wollen, weil ich bin ja Wochen weg zwischendurch immer. Und ich habe zum Glück, ich habe tolle Eltern, die das super können. Ich habe diesen tollen Ex-Mann, der das super kann. Und mit dem 10-Jährigen der hat das verstanden. Also das war dann ganz gut. Also ja. Noch einmal Glück, um jetzt das wieder aufzugreifen. Ja, manchmal muss man natürlich, manchmal die Situation muss halt einfach auch passen. Und sie hat gepasst, ja, das stimmt. Und der zweite Aspekt, den Sie immer wieder im Buch aufgreifen, ist der des Mutes. Wann, sagen Sie, war tatsächlich Mut da und wann war es einfach auch das Glück, dass du andere gehabt hast, die dir dann auch gesagt haben, habe Mut?